Willkommen bei St. Nikolai im Ohr. Heute mit Dr. Andreas Lange und Frank Schreiber. Manche Wohnzimmer sehen in der Weihnachtszeit wie ein Märchenwohnzimmer aus. Geschmückt mit vielen Sternchen, Engeln, Spanbäumchen, Lametta und Kerzen. Dabei war die Geburt damals eigentlich doch eine Dürre-Angelegenheit. Stall, Ochs und Esel, kein Platz in der Herberge. Das ist der eher raue Stoff, von dem die Weihnachtsgeschichten des Neuen Testaments erzählen. Ein klein wenig Glitzer bringen die Könige ins weihnachtliche Geschehen hinein, mit Geschenken, die eines Königs wert sind. Aufmachen zum Kind, wie die Könige damals dem Stern hinterher. Aufmachen zum Kind, da sind wir alle gefragt. Und dann kommen sie, die Hartgesottenen und die Weichherzigen, die Spötter und die Frommen. Dann kommen die Realisten und die Träumer. Aufmachen zum Kind, und ich sehe die vielen Kinder unserer Tage vor meinen Augen. Kinder etwa in Indien, die Teppiche knüpfen, damit die Familien überleben können. Kinder im Dreck von Slums in Rio de Janeiro. Säuglinge auf feuchtem Stroh, das bei uns nicht einmal in die Ställe käme. Und auch verletzte und missbrauchte Kinder. Und Kinder, die unter erbärmlichen Verhältnissen in Krankenhäusern in der Ukraine oder in Gaza geboren werden. Weihnachten rührt etwas in mir an. Das Wickelkind wickelt mich ein. Gemeinsam also mit anderen auf dem Weg zum Kind. Das bringt zusammen, auch im Erzählen von den Schmerzen, ein Kind zu sein und von den Augenblicken des Glücks. Wir erzählen und es wird klar, was eigentlich Bedeutung hat im Leben und auch was nicht. Gott hat in diesem Kind ein Zeichen gesetzt. Bis heute reden Menschen von dieser Geburt im Stall von Bethlehem, weil an und mit diesem Kind etwas geschieht. Bis heute lockt die Erinnerung daran, Menschen an Heiligabend in die Christvespern. Christ, der Retter, ist da. Die Evangelien erzählen von denen, deren Herz entbrennt, als sie dem größer gewordenen Kind, dem erwachsenen Jesus, begegnen. Menschen haben sich anstecken lassen von einem, der sich den Randfiguren, den Schwachen und Unterdrückten, den Kindern zuwendet. Und der sagt, euch gehört der Himmel, euch gehört die ganze Liebe Gottes. Er hat Menschen einen wachen Sinn und Mut zum Leben geschenkt. Fürchtet euch nicht, das wurde und wird immer neu wahr. Von diesem im Stall Geborenen und später am Kreuz Gestorbenen fällt ein Licht auch auf dein und mein Leben und Sterben. Weihnachten erzählt, es war einmal. Und Gott macht daraus, es wird werden. Alle Episoden von St. Nikolai im Ohr auf podcasts.nikolai-lemko.de oder in den Podcast-Apps von Apple, Spotify und Amazon.